sprach man mit deutschen Veteranen nach dem Zweiten Weltkrieg, was für sie die größte und verheerendste Niederlage der Wehrmacht gewesen sei, wurden meist zwei Orte genannt, Stalingrad und Kursk. Zur Erinnerung, während der vom 23. August 1942 bis zum 3. Februar 1943 dauernden Schlacht von Stalingrad war die im Bereich der Heeresgruppe Süd kämpfende 6. Deutsche Armee unter Generaloberst, dann Generalfeldmarschall Friedrich Paulus, sowie die Masse der 3. und 4. rumänischen Armee, der 8. italienischen und der 2. ungarischen Armee eingekesselt und fast vollständig zerschlagen worden, wobei es zu Verlusten von rund 1 Million Soldaten auf Seiten der Achsenmächte gekommen ist. 37 Kilometer nordwestlich des Zentrums von Wolgograd, wie Stalingrad jetzt heißt, liegt der deutsche Soldatenfriedhof Rososchka. Er ist der Sammelfriedhof für die Gefallenen im Gebiet von Wolgograd bis Rostow am Don und zwischen Wolga und Don. Hier ruhen 61.700 deutsche Gefallene. An die nicht mehr zu bergenden 14.563 deutschen Soldaten aus dem Wolgograder Stadtgebiet erinnern 17 Würfel aus Granit, auf denen die Namen der Gefallenen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sind. In Deutschland erinnert das zentrale Denkmal der Stalingrad-Kämpfer in Limburg an der Lahn an die Hunderttausenden von Gefallenen und der in Gefangenschaft Verstorbenen. Für die zweite genannte Schlacht, dem Versuch, vom 5. bis 16. Juli 1943 mit dem Unternehmen Zitadelle den sowjetischen Frontvorsprung bei der Stadt Kursk abzuschneiden, hatte die Wehrmacht alle im Osten verfügbaren Panzer zusammengezogen. Bei dieser größten Landschlacht der Geschichte, deren deutsche Operationspläne wohl von der Spionagegruppe im OKW mit dem Decknamen Werther rechtzeitig an die sowjetische Führung weitergegeben worden waren, hatte die deutsche Panzerwaffe so dramatische Verluste erlitten, dass Generalmajor Friedrich Wilhelm von Mellenthin, damals Chef des Generalstabes des 48. Panzerkorps, 1963 in seinem Buch Panzerschlachten geschrieben hat, dass danach die deutschen Panzerdivisionen beinahe weiß geblutet gewesen seien. In der Kursker Schlacht, so von Mellenthin, im Bild noch als Oberst, sei, Zitat, die Blüte des deutschen Heeres endgültig und entscheidend dahingewelkt. 50.000 deutsche Gefallene ruhen auf dem deutschen Soldatenfriedhof Kursk-Besedino. Aber beurteilt man nun beide von deutscher Seite verlorene Schlachten, so waren sie tatsächlich zu ihrer Zeit und ihrem Frontabschnitt jeweils entscheidend gewesen, aber noch nicht kriegsentscheidend. Dazu muss man 11 Monate weitergehen, genauer gesagt zum symbolträchtigen 3. Jahrestag des Beginns des am Sonntag, dem 22. Juni 1941 begonnenen Unternehmens Barbarossa. Zum Verständnis der folgenden Aufzählung jetzt zunächst eine kurze Erklärung. Der Begriff Front bei der Roten Armee bezeichnet in der russischen und sowjetischen Militärwissenschaft die höchste operative Vereinigung mehrerer Großverbände verschiedener Teilstreitkräfte und gleichzeitig die höchste Gliederungsform der Streitkräfte in Kriegszeiten, die an sich bis heute Gültigkeit besitzt. Hier ein Gliederungsbild von 1980. Während des deutsch-sowjetischen Krieges sah die Gliederung einer Front vor, 3 bis 4 Stoßarmeen, 1 bis 2 allgemeine Armeen, 1 bis 2 mechanisierte Panzer- oder Kavalleriekorps sowie 15 bis 30 Fliegerdivisionen. Am ehesten konnte man eine Front in etwa mit einer deutschen Armee oder Heeresgruppe vergleichen. Jedenfalls hatten auf den Tag genau 3 Jahre nach Beginn von Barbarossa ab Donnerstag, dem 22. Juni 1944,
In der Operation Bagration 2,5 Millionen sowjetische Soldaten der ersten baltischen Front, der ersten, zweiten und dritten weißrussischen Front sowie der ersten polnischen Armee mit mehr als 45.000 Geschützen, Granatwerfern und 2.306 Mehrfachraketenwerfern, 6.000 Panzern und Sturmgeschützen sowie 8.000 Flugzeugen, die gesamte deutsche Heeresgruppe Mitte, deren Verbände entlang einer 1.100 Kilometer langen dünnen Front zwischen Witebsk und Bobruisk disloziert waren, bestehend aus knapp 500.000 Soldaten mit 3.200 Geschützen, Granatwerfern und Raketenwerfern, 118 Panzerkampfwagen, 452 Sturmgeschütze, bis zum 20. August 1944 so vernichtend zerschlagen, dass damit die Agonie der deutschen Kriegsführung im Osten begann. Der völlige Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte, der Verlust von drei deutschen Armeen mit 28 ihrer 38 Divisionen und rund einer halben Million Soldaten gilt als die schwerste und verlustreichste Niederlage in der deutschen Militärgeschichte. Sie war so umfassend, dass die Erinnerung daran lange von der Schlacht von Stalingrad überschattet worden war. Aus dem einfachen Grund, dass es auf deutscher Seite nur wenige Überlebende gab, die von der Dramatik dieser Schlacht um die Heeresgruppe Mitte hätten berichten können. Nach dem Untergang der Heeresgruppe Mitte hatte Stalin befohlen, um der Weltöffentlichkeit das gesamte Ausmaß des sowjetischen Sieges zu präsentieren, dass die während der Vernichtung der deutschen 4. Armee gefangen genommenen deutschen Soldaten in einer Art Parade durch Moskau geführt werden sollten. Dieser Marsch einer geschlagenen Heeresgruppe fand am 17. Juli 1944 statt. Dazu waren 57.000 kriegsgefangene deutsche Soldaten in zwei getrennten Kolonnen durch Moskau getrieben worden, an der Spitze die Kommandeure, welche die Schlacht überlebt hatten. Danach wurden die insgesamt rund 150.000 deutschen Gefangenen auf verschiedene Arbeitslager verlegt, wobei bereits auf den Fußmärschen dahin 25% umgekommen sind. Was nun dieser doch gewaltig zu nennende Sieg der Roten Armee für die Möglichkeiten des weiteren Kriegsverlaufes der Sowjetarmee betraf, waren diese an sich ja mehr als günstig. Denn die Operation Bagration hatte ja fast gleichzeitig zu der von den Westalliierten begonnenen Operation Overlord begonnen, der Invasion in der Normandie am 6. Juni 1944, also zu einem Zeitpunkt, als die Wehrmacht nun auf zwei Kriegsschauplätzen gleichzeitig unter großem Druck stand. Ein sowjetischer Durchmarsch nach Berlin, von Minsk rund 1.100 Kilometer entfernt, um den Krieg noch 1944 zu beenden, schien daher durchaus realistisch. Allerdings hatte die sowjetische Führung die Situation nur halbherzig ausgenutzt und stattdessen ihre Armeen an den Grenzen Ostpreußens und am Ostufer der Weichsel in den Vororten von Warschau angehalten und zugesehen, wie der vom 1. August bis 2. Oktober 1944 dauernde improvisierte Aufstand der sogenannten polnischen Heimatarmee in Stärke von rund 45.000 Männern und Frauen von deutschen Verbänden liquidiert worden war. Bis September 1944 war dann an der Reichsgrenze der sowjetische Vormarsch vollständig zum Erliegen gekommen, wofür es eine Reihe von Gründen gibt. Zunächst einmal kann davon ausgegangen werden, dass das Nicht-Eingreifen der sowjetischen Streitkräfte auf Seiten der Aufständischen hauptsächlich politische Motive hatte. Das Denkmal der Heimatarmee in Warschau zeigt die Aufständischen, die auch deutsche Stahlhelme trugen. Auch die verheerenden sowjetischen personellen und materiellen Verluste der vergangenen Monate haben sicherlich eine Rolle gespielt.
und ebenso die überdehnten Versorgungs- und Kommunikationswege sowie die immer stärker nachlassende Disziplin, wie bei den seit dem 16. Oktober in deutsches Reichsgebiet einmarschierten Truppen der 11. Gardearmee, deren 2. Bataillon der 25. Garde Panzerbrigade am 21. Oktober am Massaker von Nemersdorf in Ostpreußen beteiligt war, bei der eine Anzahl deutscher Männer, Frauen und Kinder sowie französische und belgische Kriegsgefangene ermordet worden waren. Nemersdorf gilt als das erste der ungezählten und nicht geahndeten sowjetischen Kriegsverbrechen gegenüber der deutschen Zivilbevölkerung auf deutschem Territorium. Es kann aber auch noch einen anderen Grund für das Anhalten der sowjetischen Truppen ostwärts von Warschau gegeben haben, gegen den die eben aufgezeigten Gründe in den Hintergrund treten. Es war die von sowjetischer Kommandeurseite selbst zu diesem Zeitpunkt noch immer vorhandene Einschätzung der deutschen Wehrmacht. Nun gut, dass die Wehrmacht nicht unbesiegbar war, hatte die Rote Armee in mehreren großen Schlachten bewiesen. Aber immer wieder in den vergangenen Wintern hatte sie die fast unerklärliche Regenerationsfähigkeit des Heeres der Wehrmacht erlebt. Jetzt aber, im Sommer 1944, gleichzeitig in Italien und, wie hier in Frankreich, gegen anglo-amerikanisch-kanadische Verbände kämpfend, war diese Regenerationsfähigkeit des Ostheeres nicht mehr vorhanden. Dennoch scheint der Mythos Wehrmacht vor den fast unheimlichen militärischen Fähigkeiten der deutschen Armee ein letztes Mal einen Einfluss auf operative sowjetische Planungen gehabt zu haben und ein Grund für das Zögern der sowjetischen Führung gewesen sein, nämlich die sich ihnen nach der erfolgreichen Operation Bagration beispiellos günstig bietende Situation nicht ausgenutzt zu haben, die fast unverteidigte Reichshauptstadt ihres Erzfeindes zu erobern. Der Offizier, der vom Generalissimus Josef Stalin mit der Operation Bagration beauftragt worden war, war der 47-jährige General Alexei Antonow. Seine Planung zur Abwehr des erwähnten deutschen Angriffs auf den Kursker Bogen während der Operation Zitadelle hatte ihm das Vertrauen des Diktators eingebracht, obwohl Stalin Antonows Pläne zunächst energisch abgelehnt hatte. Wie aber sah nun die Lage bei der Heeresgruppe Mitte im Frühsommer 1944 aus? Sie war ja der am weitesten ostwärts eingesetzte Großverband und war daher auch am gefährdetsten. Zu allem Überfluss hatte sie zur Abwehr der seit dem 6. Juni in der Normandie stattfindenden westalliierten Invasion Truppen und Gerät abgeben müssen, womit sie für einen jederzeit stattfinden könnenden Generalangriff der Roten Armee noch weiter geschwächt worden war. Allerdings lag die Führung der Heeresgruppe Mitte in den Händen des Generalfeldmarschalls Ernst Busch, hier links im Bild im Mai 1944 mit Kommandeuren der Heeresgruppe. Busch, den Generaloberst Georg von Küchler, der Kommandeur der Heeresgruppe Nord, 1942 in Absprache mit dem Chef des Generalstabes des Heeres, Generaloberst Franz Halder, wegen grober Inkompetenz von seinem Kommando von Hitler entbinden lassen wollte, galt aber auch als einer der treuesten Anhänger Hitlers und Ja-Sager in der deutschen Generalität und blieb deswegen von Hitler trotz aller Kritik einstweilen unangetastet. Nachdem der Stab der Heeresgruppe mehrfach Busch auf die sich immer mehr zuspitzende Lage aufmerksam gemacht hatte, erbat dieser vom Führerhauptquartier eine Frontverkürzung, die, wie fast immer bei solchen Anfragen, von Hitler kategorisch abgelehnt worden war. Stattdessen hatte der am 8. März 1944 befohlen, dass die Städte Witebsk, Oscha, Mogilew, Bobruisk und Minsk als sogenannte feste Plätze auszubauen seien.
Die Bush hatte es großspurig Hitler versprochen, als sogenannte Wellenbrecher der sowjetischen Truppen hohe Verluste beibringen und gegebenenfalls, Zitat, bis zum letzten Mann verteidigt werden sollten. Anfang Mai und alarmiert durch den unübersehbaren sowjetischen Aufmarsch vor ihrer Front, verlangten alle Armeekommandeure der Heeresgruppe von Generalfeldmarschall Busch, dass sich die Heeresgruppe Mitte weiter nach Westen zurückziehen, die Front verkürzen und Verteidigungspositionen hinter dem Fluss Beresina einnehmen sollte. Darüber hinaus vertraten sie einhellig die Ansicht, dass das Konzept der befestigten Orte an Selbstmord grenzen würde. Kurzum, angesichts der überwältigenden sowjetischen Überlegenheit gegenüber den drei Armeen der Heeresgruppe Mitte mit einem Panzerverhältnis von 23:1, 4:1 bei den Sturmgeschützen, 9:1 bei der Infanterie, 10:1 bei der Artillerie und fast unglaublichen 58:1 bei Kampfflugzeugen sei der Rückzug auf eine kürzere, besser zu verteidigende Linie spätestens Ende Mai oder Anfang Juni alternativlos. Dazu kam der körperliche, aber auch der seelische Zustand der deutschen Soldaten der Heeresgruppe. Dieser war auch aufgrund der sich mehr als deutlich abzeichnenden Kriegslage schlecht. Aber auch die oberste militärische Führung glaubte nicht mehr an einen glücklichen Ausgang des Krieges, sondern war sich darin einig, dass man stattdessen alles daran setzen müsse, den sowjetischen Streitkräften so viele Verluste zuzufügen, dass es schließlich im Osten zu einer Pattsituation kommen und Stalin zu einem Remisfrieden bereit sein würde. Allerdings verhinderte auch jetzt wieder die stur auf die Persönlichkeit Hitlers zugeschnittene Person des Generalfeldmarschalls Busch eine eigene Entscheidung, sodass es für die Heeresgruppe bei dem ursprünglich von Hitler befohlenen Plänen blieb. Und um das Maß vollzumachen und obwohl die Heeresgruppe seit dem 10. Juni sich im Klaren darüber war, dass eine starke sowjetische Offensive in ihrem völlig überdehnten Abschnitt der Front stattfinden würde, hatte das Oberkommando des Heeres, OKH, gemäß den Weisungen des Oberkommandos der Wehrmacht, OKW, weitere starke Kräfte von ihr abgezogen und mit diesen damit die Heeresgruppe Nordukraine verstärkt, wo die Abwehrabteilung Fremde Heere Ost unter ihrem Chef Generalmajor Reinhard Gehlen die Hauptstoßrichtung des sowjetischen Angriffs im Bereich der Heeresgruppe Nordukraine in Richtung der polnischen Hauptstadt Warschau bis zur Weichselmündung erwartete. Diese Auffassung von Fremde Heere Ost unterstützte das, worüber sich auch das Oberkommando des Heeres sicher war, nämlich, dass in jedem Fall eine sowjetische Offensive mit gewaltiger Wucht stattfinden würde, aber wie gesagt eher im Bereich der Heeresgruppe Nordukraine als in der Mitte. Eine Auffassung, welche die sowjetische Gegenspionage mit massiver Geheimhaltung und verschiedenen Täuschungsmaßnahmen erfolgreich unterstützt hatte. So gingen sowohl Fremde Heere Ost als auch die Feindabteilungen in den Stäben der Heeresgruppen für den Bereich Witebsk noch kurz vor dem Angriff von dieser sowjetischen Truppendislozierung aus. Sie hatten allerdings sowohl im Norden von Witebsk die 6. Gardearmee als auch im Südosten die 5. Garde-Panzerarmee übersehen, die mitentscheidend waren für die Schlacht. Man kann in dieser Fehleinschätzung der Abteilung Fremde Heere Ost den wohl größten deutschen nachrichtendienstlichen Fehler während des deutsch-sowjetischen Krieges sehen, da er in seiner Wirkung die stärksten Konsequenzen mit sich gebracht hat. Gehen wir jetzt zum Anfang des Monats Juni. Die Feindabteilung im Stab der 3. Panzerarmee unter Generaloberst Georg Hans Reinhardt hatte inzwischen mehr als deutliche Anzeichen eines bevorstehenden Angriffs. Auch Generaloberst Hans Jordan, Befehlshaber der 9. Armee, hatte persönlich Generalfeldmarschall Ernst Busch von der bedrohlichen Situation informiert. Aber Busch, in der Dienststellung überfordert,
lebte mit der Devise, dass jede Weisung Hitlers unbedingt befolgt werden müsse, was diesen deutschen Generalfeldmarschall zu einem fast unterwürfigen, ideenlosen Werkzeug gemacht hat, das lediglich Führerbefehle weitergeleitet hatte. Diese Verhaltensmuster einer ganzen Anzahl von höchsten und hohen deutschen Offizieren hat immer wieder bis zum Ende des Krieges zu unbezahlbaren strategischen Vorteilen bei der Roten Armee oder den Westalliierten geführt. Was den sowjetischen Angriff im Sommer 1944 betraf, die Hauptkampflinie der Heeresgruppe Mitte ist in Blau gezeigt, war allerdings auch klar, dass zu dieser Zeit bei dem desolaten Zustand des deutschen Ostheeres es gleichgültig gewesen ist, wo die Rote Armee angegriffen hätte. Der Krieg war so und so verloren. Und das, obwohl auch die Moral der sowjetischen Soldaten am weißrussischen Frontabschnitt ähnlich wie bei den deutschen Truppen schlecht war, was zum Teil zurückzuführen war an der Kriegsmüdigkeit und an der sprichwörtlichen Ruhe vor dem Sturm an diesem Frontabschnitt. Allerdings hatte die sowjetische Führung während der gefechtsarmen Phase an diesem Abschnitt auch dafür gesorgt, dass ihre Verbände im Gefecht der verbundenen Waffen ausgebildet wurden, um endlich von den stupiden Frontangriffen wegzukommen, die zu den horrenden Verlusten der Roten Armee seit 1941 geführt hatten. An sich hatte die von Antonow geplante und von den Marschällen Alexander Wassilewski und Georgi Schukow übernommene und Stalin am 20. Mai 1944 vorgelegte Operation zeitlich so stattfinden sollen, dass sie die seit dem 6. Juni 1944 in der Normandie stattfindende alliierte Landung unterstützen sollte. Spätestens mit dem Angriff am 18. Juni 1944. Aber dann hatte man sich auf sowjetischer Seite für das symbolhafte Datum 22. Juni entschieden, 3 Jahre nach dem Beginn des Unternehmens Barbarossa. Das sowjetische Unternehmen war von Stalin mit dem Namen Operation Bagration benannt worden und sollte den russischen Feldherrn und Fürsten Pjotr Iwanowitsch Bagration ehren, der während der Invasion Russlands durch die Grande Armée Napoléon Bonapartes 1812 in der für die Franzosen verlustreichen Schlacht von Borodino am 7. September den russischen linken Flügel geführt hatte und dort so schwer verwundet worden war, dass er am 24. September verstarb. Antonow in der Bildmitte zusammen mit Marschall Schukow rechts hatte für die Schlacht, für die er die Verbände in 2 Staffeln aufgestellt hatte, 3 Phasen vorgesehen. Das operative Ziel in der ersten Phase bestand darin, die Heeresgruppe Mitte anzugreifen, zu durchbrechen, zu zerschlagen und dann die Überreste durch Luft- und Bodenangriffe von 4 sowjetischen Fronten zu zerstören. Gleichzeitig sollten die an den Flanken der Heeresgruppe um Witebsk und Bobruisk sowie bei Mogilew stehenden deutschen Kräfte zerschlagen werden, was nach Antonows Kalkül die Straße nach Minsk freimachen würde, womit die sowjetischen Streitkräfte im Westen den deutschen Fluchtweg abschneiden könnten. Dazu waren Artillerie-Durchbruchsdivisionen mit Tausenden von großkalibrigen Geschützen gemeinsam mit Luftarmeen zusammengezogen worden, um die deutschen Kräfte schon im vorderen Rand der Verteidigung festzunageln und dann zu zerschlagen. Allerdings war dies für die Rote Armee mit Risiken verbunden. Sie wusste, dass sie die verstreut in den Stellungen zwischen Weißrusslands Sümpfen und dichten Wäldern liegenden deutschen Divisionen mehr oder weniger so zerschlagen mussten, damit der immer wieder erlebten deutschen Taktik zu entgehen, sich zurückzuziehen, neu zu formieren und mit Unterstützung schnell herangebrachten Verstärkungen zurückzuschlagen. Für die 2. Phase war den sowjetischen Kommandeuren befohlen worden, ohne Rücksicht auf ihre Flanken zu operieren, mit dem Ziel, die sowjetischen Streitkräfte westlich von Minsk
hinter dem rückwärtigen Gebiet der Heeresgruppe Mitte zu vereinen. Um die weichen Böden der weißrussischen Sümpfe nutzen zu können, waren die sowjetischen Panzerverbände mit abrollbaren Blechen und Baumstämmen ausgestattet. Auch waren Pioniere sowie Infanterie auf den Panzern aufgesessen, um sofort eingesetzt werden zu können, um Hindernisse ohne Zeitverzug beseitigen und Flussüberquerungen beschleunigen zu können. In der dritten Phase schließlich war den angreifenden sowjetischen Fronten die Verfolgung der Reste der Heeresgruppe Mitte und ihre vollständige Vernichtung auf ihrem Rückzug nach Westen befohlen worden. Der nächste Teil dieser Betrachtung beginnt unmittelbar vor der Zeit vor der Operation und beschreibt die Auswirkungen der sowjetischen Offensive auf die Armeen und Divisionen der Heeresgruppe Mitte.